mein Gott! Ich begrüße euch, Freunde, zu einem neuen Video und ich sage euch, dieses Video wird legendär. Freut euch auf wirklich krasse Funde, auch wenn ich hier gerade fast weggeblasen werde. Das liegt daran, dass ich auf Texel bin und treffe hier Ron, meinen WW2-Expert. Und ihr seht schon im Hintergrund, die Geschichte des Zweiten Weltkriegs ist hier allgegenwärtig. Hier im Hintergrund seht ihr den Propeller von einem abgeschossenen Lancaster-Bomber. Wir werden beweisen, dass man auch heute noch Teile von diesen abgestürzten Bombern finden kann. Und wir sind an einem Bunker, werden dort vor Ort auch suchen und wirklich krasse Funde machen. Von daher bleibt unbedingt dran. Ein Dank geht natürlich auch an meine Sponsoren, denn das hat hier ein Schweinegeld gekostet, diesen Dreh zu realisieren. Von daher danke ich auch abenteuer-schatzsuche.de. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, dann seid ihr da genau richtig. Außerdem Störtebäcker, ja, die sind auch wieder am Start und haben mich unterstützt. Und ich habe mich auch schön in Shape geschmissen natürlich, wieder habe mich mit den Produkten von denen rasiert. Das Tolle dabei ist, dass du halt wirklich auch hier Nachhaltigkeit hast, hast kein Plastik, kaufst dir einmal vernünftiges Zeug zum Rasieren und hast was, was wirklich wertig ist, was, wie gesagt, die Umwelt schont und natürlich auch auf lange Sicht gesehen durch die Klingen. Da ist es auch eine Preisersparnis, eine sehr, sehr schöne Sache. Und es gibt 20% Rabatt mit einem Rabattcode, der unten in der Videobeschreibung steht. Also Störtebäcker kann ich euch auch nur ans Herz legen. Vielleicht ein schönes Geschenk zu Ostern. Und jetzt starten wir durch in ein wirklich spektakuläres Abenteuer hier auf Texel. Der Zweite Weltkrieg, los geht's! Nach wochenlanger Planung startet eines der aufregendsten Projekte auf meinem Kanal. Zusammen mit Sucherkollege Ron geht es auf die niederländische Insel Texel, ein wahres Urlaubsparadies. Wir wollen uns hier allerdings mehr auf die Geschichte des Zweiten Weltkriegs konzentrieren. Dazu hat Experte Ron jede Menge Material, Unterlagen, Dokumente und Fotos aus der Zeit mitgebracht. Texel war damals Teil des Atlantikwalls und sollte mit seinen Bunkern und Geschützen sowohl einen Angriff zur See stoppen können, als auch die alliierten Bomberverbände dezimieren. Genau darum geht es in der ersten Geschichte, der wir nachgehen wollen. Rons Fotos zeigen einen abgeschossenen Lancaster-Bomber und anhand der Karte und der Umgebung, die auf den Fotos zu sehen ist, können wir ungefähr ausmachen, wo wir mit dem Metalldetektor hin müssen. Ob wir wirklich nach so langer Zeit noch Spuren des Bombers finden können? Jetzt schon was. Was ist das? Könnte vielleicht ein Flugzeugteil sein. Irgendwie ein Teil vom Fahrgestell. Das ist hohl. Das könnte wirklich das erste richtige Flugzeugteil sein hier. So, wir haben jetzt am Strand, oder du hast ja am Strand ein Teil gefunden, was richtig groß aussah, wie so eine Felge. Genau. Und jetzt hast du hier ein Foto in deinem Album, das ist der absolute Hammer. Ja. Und da sieht man tatsächlich das Teil, was du auch gefunden hast, oder? Ja, ganz genau. Also, was ist das? Das ist auch die gleiche Stelle. Man sieht den Abstand hier bis zur Düne. Natürlich hat sich das verändert über die Jahre, aber das ist definitiv dann ein Teil, was wir da gefunden haben von dem Flieger. Da es genau die gleiche Stelle zeigt, wo wir gesucht haben. Und es ist auch exakt von der Form her genau das gleiche, was du da auch gefunden hast. Ne? Von daher haben wir tatsächlich jetzt hier wirklich noch was von der Absturzstelle von diesem Lancaster-Bomber gefunden, der hier runtergekommen ist. Der absolute Wahnsinn. Also ich bin mal gespannt, was noch geht. Von daher springen wir wieder raus an den Strand. Okay, Freunde. Hier ist ein gutes Signal. Endlich. 90er Leitwert. Das muss was Gutes sein. Wenn nicht, dann... So.
So. Da kommt was. Was ist das? Hä? Hier steht auch was drauf. Gut, jetzt wird's interessant. So, kommen wir mal zu meinem Fund. Der war erstmal, ich dachte, unscheinbar. Du hast aber über dein Netzwerk rausgefunden, was es ist. Und es hat tatsächlich auch wieder einen Bezug zur deutschen Wehrmacht. Erzähl mal, warum und was da genau dahinter steht. Ja, genau. Als wir das gefunden haben, war ich mir auch nicht im Klaren, was es genau ist. Mhm. Ich war auch erst erstaunt. Und unser Freund, der Peter Jan, hat mir dann direkt ein Bild geschickt und hat mir gezeigt, dass es halt ein Fahrradrücklicht ist. Und das passt natürlich auch wieder voll ins Bild, ins Puzzle, weil wir haben hier die Fotos, die originalen, ne, ja, von den Fahrrädern, also vom Zollgrenzschutz, der auch unten bei der Horst war, also an der Südspitze der Insel. Also auch da, wo die Absturzstelle war. Und das sind quasi die Rücklichter von den Fahrrädern, wo die deutsche Wehrmacht mit am Strand war. Also das ist wirklich unglaublich. Und ich finde die Funde jetzt schon richtig cool. Ich bin mal gespannt, was uns noch alles erwarten wird hier auf der Insel. Du hast eben den Peter Jan schon mal erwähnt. Da gehen wir dann auch jetzt nochmal beim Bunker suchen. Bin ich auch mal gespannt, was da kommt. Von daher, weiter geht's. Der Texler Museumsbunker ist nicht einfach nur irgendein Bunker. Er war Zentrum des Hauptquartiers der deutschen Wehrmacht und alle Fäden der Insel liefen hier zusammen. Der Bunker wird von Peter Jan und seinem Team als ewiges Mahnmal instand gehalten und kann noch heute besucht werden. Neben dem normalen Bunkeralltag gab es genau hier auf diesem Gelände auch größeres Kriegsgeschehen. Am 4. April 1945 gab es nämlich den Aufstand der georgischen Hilfstruppen und dabei kamen insgesamt über 3000 Menschen ums Leben. Der Eigentümer des Geländes stimmt hier einem Suchvorgang mit dem Detektor zu und wir übergeben im Gegenzug als Dankeschön alle gemachten Funde dem Museum. Dieser Einsatz heute ist wirklich Geschichte zum Anfassen. Wenn ihr das genauso spannend findet wie wir, lasst doch bitte ein Like unter diesem Video, um unsere Arbeit zu unterstützen. Und jetzt geht's los. Lass gucken. Hier haben wir so einen Lichtschalter, den kannst du so umdrehen. Ne? Ach, ist ja hier, geil. Hier aus dem, ja, jetzt sehe ich es auch. Irgendwo an der Wand. Ja. Meine Oma hatte sowas auch noch früher. Ja. Ja, cool. Sehr schön, Ron. Nice. Der Lichtschalter vom Bunker, das war quasi einer der ersten Funde, die wir gemacht haben. Und lustigerweise, wir haben es mal ein bisschen sauber gemacht, da steht auch noch drauf, ein aus, dass auch wirklich jeder Depp weiß, wie rum er was drehen muss. Witziges Detail finde ich aber auch, dass dort insgesamt 4 Löcher an dem Schalter sind. Also es gibt 4 Schrauben. Wenn die damals was gemacht haben, dann tatsächlich bombenfest. Bunker halt. Und wir machen weiter mit dem nächsten Fund. Es kommt noch eine Menge cooles Zeug, von daher lasst gerne ein Like da und wir machen weiter. Schönes großes Signal hier. Das gucken wir uns mal an. Ich komme noch nicht mal dran. Wir sind aber dran, also die Stelle hier ist richtig, nur es scheint wirklich richtig tief zu sein. Nee, ich komme nicht dran. Na, Moment. Doch, aber es ist. Oh, ich brauche einen Bagger, ich brauche echt mal meinen eigenen Bagger, ey. Das ist immer die Scheiße mit den tiefen Signalen. Kacken weg. So, jetzt muss ich mal fühlen, ob es zylinderförmig ist oder nicht. Könnte eine große Hülse sein. Könnte eine große Hülse sein. Ich lasse mal kurz die GoPro hier irgendwie noch.
Okay, jetzt kommt's. Achtung. Oh. Oh. Ich bin fix und fett. Oh. Oh man. Hier gilt natürlich immer Vorsicht und nochmal der Hinweis darauf, wenn ihr auf Kampfmittel stoßt und keine Ahnung habt oder generell solltet ihr sowas am besten eigentlich im Boden lassen, nicht großartig bewegen, das ist wichtig und dann entsprechend die Behörden alarmieren. Ich hatte aber vorher einmal schon drauf geklopft. Das hört sich dann natürlich hohl an, von daher wusste ich, okay, das kann ich rausziehen. Wer aber wie gesagt keine Ahnung hat, lässt es bitte im Boden stecken. Das ist nicht die Hülse, die ich gefunden habe, sondern nur mal als Beispiel, dass ihr mal seht, was da aus dem Boden kam. Und das kann natürlich auch gefährlich sein. In dem Fall ist es ein idealer Schirmständer für den Bunker, wenn das Ding sauber ist. Alle Funde haben wir natürlich auch im Bunkermuseum gelassen. Schöne Grüße auch an den Peter und wir machen weiter mit dem nächsten Fund. Also das Signal hier ist wirklich der Knaller. 96er Leitwert, relativ weit oben. Also heftig. Bin jetzt mal gespannt, ob ich es kriege beim Pinpointer, weil wenn nicht, dann wird es extrem. Naja. So, was ist es? Oh! Oh, 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 oh. Horn! Komm rüber! Das ist ein Einsatz vom Telefon, wo die reinsprechen konnten. Quasi kannst du dir vorstellen, dass ja, in so einer Bakelit-Schrappel, also in so einem Gewinde, dann konntest du es hier festhalten und dann konntest du hier reinsprechen. Achtung, Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flak-Division. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum. Auch wenn es nicht komplett ist, hat es mich trotzdem extrem beeindruckt, weil ja, du hast halt über diese Sprechmuschel sind halt echte Befehle gegeben worden an die Insel und wer weiß, was da alles so befohlen worden ist. Wir schauen uns mal eben ein Vergleichsstück an und zwar auf Antiquitäten EMIC. Da könnt ihr ein Feldtelefon sehen und da sieht man auch diese Sprechmuschel ziemlich genau. Es ist ein ganz leicht geändertes Muster, was wir dort sehen, aber unser Teil ist exakt das von einem anderen Feldtelefon, vom Bunkertelefon. Vielleicht hat damit damals tatsächlich der Oberkommandierende da Befehle für die Insel gegeben, vielleicht auch was diesen georgischen Aufstand angeht. Also ich finde, auch wenn es nur so ein kleines Teil ist, trotzdem Gänsehaut pur für mich. Wir machen weiter. Ganz sauberes 84er Signal. Ja, das klingt echt richtig gut. Da geht's los. Okay, wir holen's raus. Hopp. So. Wollen wir mal gucken, ob wir's haben? Oh, wir haben's hier schon. Oh. Oh, Bikefahrer nicht. Wo ist der jetzt hin? Hier. Oh, okay. Ladestreifen von der deutschen Wehrmacht, K98. Relativ gut erhalten auch noch. Steht auch ein P drauf. Sehr cool. Also das ist hier heute echt Geschichte erleben vom Allerfeinsten. Echt krass, was hier liegt. Lass mal was. Ich hab auch was. So, komm, wir gehen mal rüber zum Ron, der hat auch was gefunden. Und er sagt, das wäre wohl richtig cool. Nein. Lass gucken, was hast du? Hammer, ey. Was hast du? Das ist der Rest hier von so einer Stock. Ach nein. Hier von der Flak. Die haben doch immer diese Brillen. Krass. Quasi so. Da war eine Verdunklungs, Verdunklungsglas, ne? Für alles mal so ans Licht. Als Splitterwirkung. Ja. Da war halt noch ein zweites Teil. Das ist nur das Augenring halt, ne? Mit ein bisschen Leder noch. Ja. Und die waren meistens so hellgrau. Noch so ein Ding, gab's Augenring. Braun. Ein Ladestreifen war für insgesamt 5 Schuss konstruiert. Da könnt ihr mal ganz kurz sehen, wie sowas dann aussieht. Ich habe jetzt mal hier 3 Patronen da drauf gesetzt. Natürlich nichts Scharfes dabei, ganz, ganz wichtig. Und insgesamt kam dieser Ladestreifen dann oben in das K98, das Standardgewehr der deutschen Wehrmacht, rein. Dann konnte man 5-mal schießen
und das dann halt eben auch ohne großartig, also man musste nur kurz einmal nachladen, dann ging es weiter. Kommen wir zum Fund vom Ron, auch ziemlich cool, diese Staubschutzbrille. Auch da habe ich ein Vergleichsstück für euch auf Antiquitäten EMIC gefunden, das zeige ich euch hier mal und da könnt ihr das Ganze in, ja, komplett sehen sozusagen und diese Staubschutzbrille, zum Beispiel wenn man an der Flak war, die Gläser waren auch leicht getönt, dass wenn man zum Beispiel Richtung Himmel guckt oder Sonne guckt, dass man da so wie so neben dem Schutz, dass man da auch ein bisschen Verdunklung hat. Ziemlich cooler Fund, auch wenn nur die Hälfte davon, aber es erzählt halt so die Geschichte von dem Bunker, was da passiert ist und nicht vergessen, es war das Hauptquartier der deutschen Wehrmacht auf Texel, also da ging ziemlich die Post ab, darum haben wir noch einige Funde für euch, also weiter. Ganz sauberes Signal, 87er Leitwert, Ton ist super, richtig gut, das könnte was werden hier. Hier ist es, ist was Rundes. Oh, oh mein Gott, es ist Uniformknopf. Oh. Ey, der Knaller. Das ist ja der Knaller. Alter, ich werde bekloppt. Und was für ein schöner Uniformknopf. Richtig schön, richtig schön. Ja, dieser Fund ist wirklich super interessant, denn er ist nicht bei der deutschen Wehrmacht zu verorten, sondern bei der US Army. Und wir schauen uns den Knopf nochmal an. Auch das haben wir natürlich alles da gelassen, aber Fotos durften wir machen, bevor wir die Sachen abgegeben haben. Und wir schauen uns auch mal ein Vergleichsstück an. Dazu springen wir nochmal auf die Seite von Antiquitäten EMIC. Da seht ihr eine Uniform und zwar von der Air Force. Und das finde ich ganz interessant. Könnte also vielleicht auch von einem abgeschossenen Piloten sein, der dort vorgeführt worden ist im Hauptquartier. Und ja, wer weiß, was da passiert ist. Schreibt gerne mal eure Theorie zu diesem US-Knopf im Hauptquartier der deutschen Wehrmacht von Texel. Also das finde ich super interessant, wie so kleine Teile eine Geschichte erzählen können. Also wirklich immer wieder beeindruckend. Wir machen weiter. Zwei Sachen haben wir noch. Also auf geht's. Ganz sauberes Signal, 79. Auch nicht gerade klein, das könnte was werden hier. Hm, 84. Leitwert geht hoch. Vielleicht Munition. Wir sind auch dran. Schon schlecht. Ja, ich meine, ich spüre schon was. Ich meine, ich kratze schon gerade irgendwo dran. Also mal schön vorsichtig. So, ja, ja, ich habe tatsächlich mit der Schaufel gerade so ein bisschen gerade rumgekratzt. Jetzt nur die Frage, was das hier ist. So, ich glaube, es ist eine Hülse. Ja, sieht so aus. Jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass es irgendwas Scharfes ist. Schön vorsichtig bei sowas, Leute. Oh, der Äxte. Äxte. Beim nächsten Fund handelt es sich um eine Hülse. Sie war natürlich leer, sonst hätte ich sie auch nicht rausgeholt. Es war auch kein Zünder drauf, das kann man auch sehr gut hier nochmal sehen. Und diese Hülse war aber ursprünglich von einer Sprenggranate. Also ich bitte nochmal für alle, die irgendwas Größeres im Boden haben, was zylinderförmig ist und keine Ahnung haben, lasst es bitte liegen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr sowas, wenn ihr es denn scharf findet, nicht aus der Erde holt. Aber diese Hülse war, wie gesagt, leer, also nicht gefährlich und darum habe ich sie auch hier nochmal mit reingenommen, auch um zu warnen, dass wenn man in solchen Gebieten sucht, dass natürlich auch Kampfmittel noch im Boden sein können. Und hier, wie gesagt, war es Gott sei Dank nur eine leere Hülse. Und jetzt haben wir noch eine Sache und die ist auch wieder richtig cool. 83er Leitwert hier. Hier. Warte mal, bleib mal bitte. Interessant, sehr interessant. Ich glaube, das ist irgendeine Plakette, wo irgendwas draufsteht. Ja, ja, hier steht was drauf. Krass.
Sehr krass. Diese Plakette, die ich dort gefunden habe, ist auch wieder super interessant, erzählt auch wieder einen Teil Geschichte vom Texler-Bunker. Und zwar können wir drauf lesen noch, von was es denn ist. Und zwar stammt es von einem Belfort, das ist ein ehemaliger Frachtwagen. Das sieht man auch noch ganz gut, Frachtwagen. Und Belfort QLD, das war quasi so ein Lieferwagen, den gab es auch speziell fürs Militär. Auf Wikipedia können wir uns das Ganze auch mal anschauen, da habt ihr dann mal einen Eindruck von dem, was ich da gefunden habe. Also das ist die Plakette, die Bezeichnung von diesem Wagen, war dann wahrscheinlich im Motorraum oder hinten drauf. Wie das jetzt einzeln in den Boden kommt, ist ganz spannend. Ob das vielleicht, ich glaube nicht, dass es einfach nur abgefallen ist, sondern vielleicht ist da so ein Wagen gesprengt worden oder vielleicht bei einem Luftangriff irgendwie, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall super interessant, die Geschichten, die wir hier alle erleben durften, sowohl am Strand mit dem Lancaster-Bomber als auch da am Bunker. Schreibt bitte eure Meinung dazu in die Kommentare. Empfehlt mich bitte weiter, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wir haben wirklich unglaublich viel Arbeit und auch Geld da reingesteckt, um diese Nummer zu realisieren tatsächlich. Und ich finde, es ist ein tolles Ergebnis bei rumgekommen. Von daher würde es mich wirklich sehr freuen, wenn ihr dieses Video teilt in euren Netzwerken und sonst wo. Und ja, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und ein Like für den Algorithmus. Ein Dank geht nochmal an meine Sponsoren, die es wirklich möglich gemacht haben, auch finanziell vor allen Dingen. Einmal abenteuer-schatzsuche.de. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, dann seid ihr da richtig. Und natürlich nicht zu vergessen, wer gut in Shape sein will, der schaut bei Störtebeker vorbei. Nutzt den 20% Rabattcode in der Videobeschreibung. Also 20% ist natürlich schon richtig nice. Und jetzt habe ich noch zwei, drei kleine Outtakes. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Bis dann. Ciao. 68, eine Abziehlasche. Das ist ernsthaft eine Abziehlasche. Ja, hier gilt natürlich. Ach Gott. 90er Jahre Kaugummi. 10er Pack. Ich hatte doch gerade was. Hier. Das kann es ja wohl nicht gewesen sein. Scheiße doch. So ein Mist.